Ein gutes Gedächtnis und ein Talent für Sprachen bewies ein Gymnasiast aus Ingolstadt. Entgegen dem Trend und Zeitgeist stürzte er sich nicht nur auf Neusprachliches wie Englisch, sondern auch auf Ursprüngliches. Er lernte Latein, fließend in Wort und Schrift. Andreas Halbig wollte wissen, warum. Mens sana in corpore sano. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, mag sich der Lateiner denken, wenn er Robert West so spielen sieht. Doch dafür, dass er einer der eher wenigen ist, die fließend Latein sprechen, bringt er nach landläufiger Meinung eigentlich eher schlechte Voraussetzungen mit. Statt über Büchern zu brüten, spielt er zum Beispiel unheimlich gern Tennis, im Sommer fast jeden Tag. Dann sitzt er auch noch gerne am Computer, hat im Internet sogar eine eigene Homepage. Und dann geht er auch noch auf das mathematisch-naturwissenschaftlich-neusprachliche Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt und hat Englisch als Leistungskurs gewählt. Und warum dann das Faible für Latein? Mihi quidem videtur linguam latinam esse multo sublimiorem atque excelsiorem quam exempli gratia linguam britannicam vel linguam gallicam vel etiam linguam nostram germanicam. Also die lateinische Sprache ist erhabener und feiner als zum Beispiel Englisch, Französisch oder auch unsere deutsche Sprache, weil einfach die Formenvielfalt größer ist und man kann Sachen deshalb genauer und prägnanter, knapper ausdrücken. Deswegen hat er eben auch noch den Leistungskurs Latein belegt. Doch erst der Landeswettbewerb Alte Sprache brachte ihn so weit, wie er jetzt ist. Da er etwas Besonderes abgeben wollte, dachte er sich, warum nicht den Aufsatz zum Thema Lateinische Texte für das dritte Jahrtausend gleich in Latein schreiben. Und nachdem er aus 2000 Teilnehmern in die Runde der besten 10 für die mündliche Prüfung gekommen war, warum nicht die auch gleich in lateinischer Sprache abhalten. Trainiert hat er das mit seinem Lateinlehrer, der kann es nämlich auch. Gut und schön, aber was bringt ihm die Beschäftigung mit alten Texten einer an sich toten Sprache? Wie wir ja gerade gesehen haben, hier im Unterricht kann man durchaus die philosophischen Prinzipien beispielsweise noch auf unsere jetzige Zeit anwenden. Wenn zum Beispiel der Epikur sagt, lebe heute oder lebe zufrieden, dann kann man das durchaus auf unsere Hochleistungs- oder Stressgesellschaft übertragen und da wichtige Aspekte gewinnen für seinen Lebensstil. Zum Beispiel fürs Essen, denn in seine Arbeit hat Robert West auch das römische Kochbuch einbezogen. Was ich jetzt so interessant dran finde, ist eigentlich, wie sich die Küche doch verändert hat. Zum Beispiel gerade das Mediterrane, wo ja heute das wesentliche Bestandteil eigentlich die Tomaten sind. Die sind ja erst mit dem Kolumbus von Amerika rübergeschwappt und das hat es halt damals noch nicht gegeben. Die Soße aus vergorenen Fischdärmen hat man im Hause West dann aber doch noch nicht ausprobiert. Dass man Latein ganz praxisnah anwenden kann, beweist Robert West mit Rostra, seiner Homepage, seiner Pagina Princeps, auf der es auch keine E-Mails, sondern Elektrogrammata gibt. Das ist griechisch. Man sieht, auch für die neuesten Errungenschaften ist keine Sprache zu alt. Quod erat demonstrandum, wie der Lateiner sagt.